Mühe. Und bist du Stracciatella? Ja. Los geht's mit frischen Zutaten, die auf einer geeisten Platte frisch zubereitet werden. Das ist super. Und das wird dann Eis. Heißt in Thailand backendes Eis und hier heißt es Roll. Also heute, ich glaube bis 18 Uhr habt ihr noch Zeit vorbeizuschauen und mal ein eigenes Eis zu genießen. Selbst ausgesucht, welche Zutaten ihr dazu haben wollt. Könnt ihr im Hintergrund sehen, Erdbeer, Banane, Kiwi, alles was das Herz begehrt. Und live dabei zugucken, wie das Eis gemacht wird. Das ist natürlich was Besonderes. Sonst gibt es immer nur Kugeln und hier gibt es Rollen. So, jetzt wird es nochmal dünn verteilt auf der Eisplatte. Ja, sieht doch schon super lecker aus. Guck an. Minus 25 Grad haben wir hier. Da, minus 25 Grad, habt ihr gehört, ne? Tja, und das Zugucken macht schon Spaß. Und neugierig auf den Geschmack. Und jetzt gibt's Rollen. Da. Schau an. Sehr schön. Seht ihr? Drei, vier Rollen. Die kommen dann in einen Becher. Wie ich erfahren habe, ist der natürlich abbaubar. Und dazu gibt es einen Löffel und der ist aus Holz. Also, no plastic. So. Und jetzt kommt das alles in den Becher. Okay, die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger machen. So. Ja, die eine, ja, genau. Nee, das große Wischen, das große. Genau. Ja, so. Okay, super. Soße, Schoko-Vanille, Karamell. Ja, Soße gibt es auch noch dazu. Und auf Wunsch sogar Sahne. Also. Perfekt. Das Eisvergnügen überhaupt. Da kann die Kugel nicht mithalten. Zack. Da. Und natürlich Holzlöffel. Da. Holzlöffel ist das nicht schön. Ja, das machen wir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ja. Danke.